Liebe Freundinnen und Freunde, schönen guten Mittag. Ich bin so einer, der die Katze verhungern lässt und der den Garten nicht mehr pflegt. Denn ich mache, Robert Habeck hat es vorhin schön gesagt, seit 10 Jahren Kommunalpolitik für die Grünen im Stadtrat in Dresden und ich habe da einige Höhen und Tiefen erlebt. Ich habe als Fraktionsvorsitzender mit Christiane Fiosene zusammen eine Fraktion führen dürfen, in der es durchaus, ich sag mal, starke Charaktere gibt. Einige von denen sind ja heute auch da. Einer ist nicht da. Seit 5 Jahren haben wir mit unserer Grünen-Fraktion in einer Regierungskooperation mit Linken und SPD Verantwortung für grüne Politik in Dresden übernommen. Und ich kann euch sagen, es macht verdammt viel Freude, grüne Politik umzusetzen und zu erleben, wie wir mit diesen Inhalten Erfolge erreichen. Warum habe ich mich entschieden, hier für einen Platz auf der Landesliste zu kandidieren? Ich möchte darauf mit einem Zitat aus den bürgerbewegten Tagen der Friedlichen Revolution antworten. Das hat mich sehr geprägt. Überhaupt ist daran zu erinnern, dass jede neue Freiheit auch neue Verantwortung mit sich bringt. Ludwig Mehlhorn, Demokratie jetzt, November 1989. Und ich habe dieses Zitat auch gewählt im 30. Jahr nach der Friedlichen Revolution, weil unsere Freiheit durch autoritäre Tendenzen in Sachsen, Europa und weltweit in Frage steht. 30 Jahre nach 1989 besteht die reale Gefahr, dass die AfD in Regierungsverantwortung kommt. Will dieses Sachsen, und das frage ich euch, wirklich einer teilweise offenen rechtsextremen Partei wie der AfD sein politisches Schicksal in die Hand geben? Die Antwort kann nur ein ganz dickes Nein sein. Und für dieses Nein, liebe Freunde und Freundinnen, stehen wir Grüne in Sachsen. Liebe Freundinnen und Freunde, hauptberuflich arbeite ich am Gymnasium als Lehrer für Kunst und Geschichte auch sehr gern. Und im Geschichtsunterricht habe ich gerade 8. Klasse und unterrichte die Epoche der Industrialisierung. Und da erfahren die Schüler, dass Sachsen vor 150 Jahren mal an der Spitze der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland war. Wie sieht es denn heute aus mit Sachsen? Thüringen hat gerade unter der Regierung von Rot-Grün-Rot beschlossen, bis 2040 auf 100% Erneuerbare umzustellen. Und Sachsen, da reichen 3 Wörter, Kohle, Kohle, Kohle. Wie sieht es aus mit den anderen Zukunftsthemen, mit der Stärkung der Zivilgesellschaft, mit Bürgerrechten, mit Freiheitsrechten, mit dem Umbau der industriellen Landwirtschaft zu einer ökologischen Landwirtschaft? Wie sieht es denn aus mit längerem gemeinsamen Lernen und mit der politischen Bildung an unseren Schulen? Nach 30 Jahren Dauerregieren CDU sieht es schlecht aus mit diesen Themen. Sachsen, liebe Freundinnen und Freunde, wird unter Wert regiert und damit sich das ändert, sitzen wir zusammen und machen gemeinsam Politik. Ich möchte den Schwung, den wir in Dresden haben, den wir alle spüren, gern in den Landtagswahlkampf mitbringen. Und ich will die 3 Themen nennen, die mich schon seit 10 Jahren beschäftigen. Das eine ist die Stadtentwicklung. Wir werden den Kampf gegen den Klimawandel auch und vor allen Dingen mit in der Stadt gewinnen. Wir müssen unbedingt den Flächenfraß und die Versiegelung stoppen. Die Bayern haben uns das vorgemacht mit diesem wunderbaren Bürgerbegehren, wo sie ganz viel Zuspruch bekommen haben. Wir brauchen mehr Grün aufs Dach und auf die Fassade. Wir brauchen bessere Radwege und mehr ÖPNV. Und wir müssen vor allen Dingen, das ist das Problem in den großen Städten, das Mietenproblem in den Griff bekommen. In Dresden haben wir es gerade geschafft, nachdem Dresden vor 10 Jahren den gesamten kommunalen Wohnungsbestand verkauft hat, wieder eine neue kommunale Gesellschaft zu gründen und Wohnungen zu bauen. Und dafür brauchen wir aber die Unterstützung des Landes. Und wir brauchen unbedingt eine Landesregierung, die akzeptiert, dass die Bundesmittel durchgereicht werden, sodass wir in den großen Kommunen dann auch kommunale Wohnungen bauen können. Thema Bildung. Bildung, und das erlebe ich jeden Tag selber, wurde in Sachsen viel zu lange nur aus ökonomischer Sicht betrachtet. Ich möchte, dass sich Schule und Bildung wieder mehr am Kind orientiert. Genau deswegen ist mir auch diese sehr wichtige politische Forderung nach längerem gemeinsamen Lernen in Sachsen eine wirkliche Herzensangelegenheit. Und ich bitte euch alle, macht dieses Volksbegehren in Sachsen ganz stark, auch mit in unserer Landeswahlkampagne, denn die Leute wollen diese Veränderung tatsächlich. Alle Umfragen zeigen uns das. Ich will mal berichten aus meinem Alltag in der Schule. Ich bin an einem inklusiven Gymnasium in Radeberg und wir haben in jeder Klasse 3 Kinder, die wir versuchen, integrativ zu beschulen. Bei mir war noch nie ein Zweitlehrer oder ein Schulbegleiter mit dabei. Und ich sage euch, so machen wir in Sachsen den wertvollen pädagogischen Gedanken der Inklusion kaputt. Und das müssen wir dem Herrn Piwarz auch ins Tagebuch schreiben. Zum Thema Beteiligung. Ich selber komme aus einer Bürgerbewegung,
die vor 10 Jahren für den Erhalt des UNESCO-Welterbes in Dresden gekämpft hat. Wir haben das verloren. Aber ich habe eins gelernt, Demokratie, liebe Freundinnen und Freunde, lebt vom Mitmachen und vom Einmischen. Wir müssen unbedingt die Möglichkeiten auch im Land der direkten Einflussnahme stärken. In Dresden haben wir es gerade geschafft, eine Bürgerbeteiligungssatzung umzusetzen und auch die Direktwahl der Stadtbezirksbeiräte eingeführt. Das ist ein ganz entscheidendes Thema, was wir auch im Land stärken müssen. Gestattet mir einen Gedanken zum Schluss. Öffentlich wird gerade diskutiert, es waren ja die 5 Ministerpräsidenten bei Frau Merkel, wie wir die materiellen Bedingungen der neuen Bundesländer an die alten Länder angleichen. Ich glaube, das ist die falsche Diskussion. Ich glaube, dass von vielen als unendlich verstandene materielle Wohlstandsversprechen der Marktwirtschaft, es wird nicht einlösbar sein. Wir verbrauchen heute schon viel zu viele Ressourcen, und zwar in allen Bereichen. Wir beuten diesen Planeten aus, über alle Maßen. Da gibt es kein Weiter-so, und ich glaube, wir müssen in Sachsen diese Zukunftsfrage beantworten. Lasst uns genau darauf die Antworten finden, auch neue Wege gehen. Ich habe von meinem Kreisverband das Votum, hier zu kandidieren, worüber ich mich sehr freue. Ich würde mich gern einbringen in diese neue Landtagsfraktion und bitte euch um eure Unterstützung. Vielen Dank.